Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden macht das schon was aus. Und diese Bewegung wird berücksichtigt und weil sie anderes die Horoskopen berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Dafür aber präzise. Liebe Ariala, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereichen. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen. Wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben, verleiht dir eine Art Kostüm, beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Und diese Energie begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Das ist dein Lagna oder Aszendent und das ist Jungfrau. Und das heißt sehr bescheiden, eher zurückhaltend und klug. Und das, was andere auch wahrnehmen. Immer alles in Ordnung, sauber. Du neigst aber dazu, dir selbst gegenüber etwas kritischer sein. Die zweiten Lebensbereich hier hat mit Werten etwas zu tun. Was sollst du im Besitz nehmen? All das, was für dich wertvoll ist. Außerdem bedeutet das auch Wertschätzung. Wertschätzung verlangen auch von anderen und Selbstwertgefühl. Und diesem Selbstwertgefühl hängt energetisch mit Finanzen zusammen. Wenn jemand immer wieder sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, dann braucht nicht wundern, dass weniger Geld hat, als jemand, wo sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Waage. Und das ist schon deine Begabung, dieses Gleichgewicht, Halten, Ausgabe, Einnahme. Aber damit du wirklich finanziell wirtschaften kannst oder deine finanziellen Lage verbessern kannst, achte darauf, dass du immer im inneren Gleichgewicht bleibst und außerdem, dass du ein bisschen dich einschränkst, weil mit Waage hier in diesem Bereich ist die Neigung da, Geld ausgebe für schöne Dinge. Andererseits kannst du Geld einnehmen, wenn du im Bereich Kunst, Kreativität tätig bist. Hier im dritten Lebensbereich sind es Erinnerungen in die Schulzeit. Wie war das damals? Das Wissen aufnehmen oder auch die Verbindung zum anderen Kinder in die Schule, aber auch Geschwister. Wie könnten wir uns behaupten, durchsetzen? Weil diese Erinnerungen begleiten uns ganzes Leben lang. Das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben und später natürlich auch im Beruflichen. Wie können wir uns behaupten, durchsetzen oder umgehen mit Konkurrenten? Natürlich spielt auch eine Rolle.
Außerdem zeigt, wie man Wissen vermittelt, Wissen aneignet, auch die Kommunikation, auch Medien, Nachrichten. Hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat mit Gefühlen etwas zu tun. Und diese Erinnerungen, das spürst immer noch, verletzten Gefühlen von dieser Zeit. Entweder warst du übersehen oder andere Kinder haben dich immer wieder verletzt. Vielleicht entsteht auch eine gewisse Angst, dich zu behaupten, dich zu wehren. Und hier hast du die Transformation raus aus diesem Gefühl Angst und übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Kraft zu zeigen, dich zu behaupten, wirklich mit einer großen Begeisterung, nicht aufgeben. Und das ist hier die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes und das Ganze vergleiche ich mit einem Baum, wenn ich die runde Format nehme. Und hier im tiefsten Punkt sind wir im Wurzel des Baumes. Und tatsächlich fühlt sich das so an. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt im Leben. Das sind unsere Vorfahren, unsere Traditionen, unsere Herkunft, unserem Zuhause. Und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, ist auch in diesem Bereich. Außerdem zeigt, mit welcher Kraft können wir etwas aufbauen im Leben. Was gibt uns Halt? Und da hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist schon die Begeisterung. Die Feuerelement zeigt auch Begeisterung. Aber bei der Schütze ist es nicht einfach orientieren, weil die Schütze ist von vielen Dingen begeistert und hat immer das Gefühl, das muss noch was Besseres noch da sein. Und das lenkt natürlich ab und entsteht ein Chaos. Sondern die Schütze zeigt, dieser Pfeil zeigt eine Richtung und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und diesem Energiefeld ist unserem Wünsche. Und wenn wir nach unserem Wünsche handeln, da haben wir schon die Orientierung und dann kann passieren, was will, dann bleiben wir zielbewusst. Und das, was die Schütze lernt, und das gibt dir die Halt, die Basis, die Fundament, wenn du Ziele hast. Immer das, was dich begeistert und es nicht aufgeben, aber auch nicht ablenken lassen. In fünfter Lebensbereich, aber zurück noch Schütze. Schütze hat auch einen Bezug zum Ausland und Reisen und das ist gut möglich, dass du Immobilien erwerbst im Ausland. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder und das zeigt unseren Kinder und unseren Enkelkinder, aber auch die Kindheit, das innere Kind. Und das sollen wir immer wieder stärken, sagen, ja, das hast du gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Solche Sätze stärken uns innerlich. Außerdem, von Kindern kann man vieles lernen, wie sie spielen zum Beispiel, weil diese Leichtigkeit unterstützt uns Erwachsenen auch im Leben, weil dadurch haben wir Lebensfreude. Und hier liegt dann wirklich die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Unser Leben gestalten wirklich wie ein Kunstwerk und es auch genießen. Und dieser Genuss, diese Lebensfreude zeigt sich hier auch. Und hier hast du Steinbock. Steinbock schränkt dich ein. Dazu ist die Steinbock sehr streng. Besonders in früheren Jahren, in ersten Lebenshälfte, ich würde sagen, du dürftest gar nicht wirklich Kind sein, sondern du müsstest nach deinen Pflichten nachgehen, ein strenges Elternhaus, eine strenge Erziehung, was natürlich später im zweiten Lebenshälfte deines Lebens unterstützt dich auch, weil das gibt dir diese Kraft, deine Ziele verfolgen, geduldig zu sein, nicht aufgeben. Aber komm trotzdem zum Lebensfreude und das kannst du auch als Ziel setzen. Steinbock hat Ziele und die Steinbock gibt das gar nicht auf, egal wie schwierig das ist.
Sie haben diese Geduld und Ausdauer, diese Ziele zu erreichen. Und du kannst es auch als Ziel setzen, deine Kreativität leben, deine schöpferische Energie leben und etwas gestalten in dein Leben, wie ein Kunstwerk. Die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit etwas zu tun, aber auch mit Gesundheit. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann ist immer etwas Besonderes, Außergewöhnliches, tanzt immer aus der Reihe. Und das ist schon dein Beruf, etwas Außergewöhnliches tun. Und gesundheitlich unterstützt dich die Luftelement. Achte auf deinen Atem. Oder befreie dich von etwas, was dich bedrückt, wie zum Beispiel Angst. Dann kommst wieder zum Atmen, weil dann kannst endlich aufatmen. Weil die Luft, das braucht deinen Gesundheitszustand. Das ist das Element, was dich unterstützt. Wenn du betrachtest in dem Moment, wo du geboren bist, dann erkennst du, dass die Tierkreiszeichen Jungfrau ist in diesem Moment in Osthorizont aufgestiegen. Im selben Moment ist in Westhorizont die Tierkreiszeichen Fische untergegangen, wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment die Geburt, schaust noch in die Richtung, weil das ist noch im Gleichgewicht. Im Gleichgewicht, und dann siehst du einen Spiegel, und in diesem Spiegel ist dein Seelenpartner, und das erblicken wir auch in unserem Geburtsmoment. Und bis etwa dritten Lebensjahr haben wir noch die Erinnerungen. Dann ist alles im Unbewussten, wirklich wie so ein Untergang. Das ist das Unbewusste, weil dieser Teil des Horoskopes hier unten zeigt auch unserem Unbewussten, und die oberen Teil zeigt sich das Bewusste. Und hier ist die Tierkreiszeichen Fischen, und damit öffnet sich den Tor zum Liebepartnerschaft. Das heißt aber nicht, dass dieser Mann in Tierkreiszeichen Fischen geboren muss oder soll, sondern die Umgebung beschreibt es, oder was du suchst in der Liebepartnerschaft. Wie erreichst du das auch? Mit welcher Energie öffnest diese Tür? Natürlich kann auch Hinweis sein, dass dieser Mann soll gefühlsvoll sein, romantisch sein, vielleicht künstlerisch begabt. Achte darauf, dass dieses Sternbild aus zwei Fischen besteht. Und diese beiden Fischen schwimmen in Wasser. Und die Wasserelement symbolisiert unsere Gefühlen. Und die eine Richtung ist die Angst, die Zweifel, die Unsicherheit und auch die Neigung zum Selbstmitleid. Und wenn jemand das nach außen trägt und bringt das in Ausdruck, da jeder hat auch Mitleid. Alle leiden mit. Und ich bin davon überzeugt, dass einige Fischengeborene neigen dazu, das festzuhalten, weil sie genießen das. Endlich ist jemand da, wo um die kümmert. Aber eins beachten sie nicht. Das trotzdem hilft das nicht, weil es geht nichts voran, weil die Angst bleibt, die Unsicherheit bleibt, dieses Selbstmitleid bleibt, also die Leid bleibt. Das wird dann festgehalten, bis dann gar nicht mehr weitergeht, und dann kommt die Endstation, und das ist entweder Depressionen oder Drogen oder Alkohol. Das ist dann wirklich die Endstation. Und dann ist es schwierig, da rauszukommen. Es muss die Richtung ändern. 180 Grad drehen und dieser zweite Fisch wahrnehmen. Der schwimmt nämlich auch in diesem Wasser. Und das kann man verinnerlichen. Und das sind die Träume und Visionen. Und hier liegt die ganze Geheimnis, die ganze Reichtum verborgen. Auch die finanzielle Reichtum, aber auch die geistige Reichtum.
die inneren Reichtum. Hier ist das alles verborgen, weil hier ist die Begabung etwas, wovon man träumt, im Tat umsetzen, im Realität. Und das ist die Vorstellungskraft, ein Bild davon haben und daran glauben, das Vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen. Und diese Fischenenergie, was dich unterstützt, die Glück, die Tor zum Öffnen, zum eine glückliche Partnerschaft. Du brauchst eine Vorstellung davon und dann sollst daran glauben. Und das Vertrauen und dann loslassen, geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. In dem Moment hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Tod und Todesfälle und Erbschaft auch etwas zu tun, ganz klar. Aber dieser Tod beschreibt eher das Leben erhalten. Das Leben muss erhalten bleiben und das ist Pluto-Energie. Und Pluto herrscht die achte Lebens, beherrscht die achte Lebensbereich. Auch Mars, aber auch Pluto. Und das ist die innere Kraft. Und das sind die Prozesse, das Loslassen. Alles verabschieden, was im Weg steht. Das kannst du so vorstellen. Dein Lebensweg beginnt mit deiner Geburt. Dann hast du schon einen Rucksack bei dir, weil da sind die karmischen Erinnerungen und Erfahrungen. Wir kommen nicht mit leeren Händen. Also in diesem Rucksack ist einiges schon drin. Und da machen wir Lebensschritte, Lebenserfahrungen und dieser Rucksack füllt sich. Das wird immer mehr. Wenn das Erinnerungen sind, Ereignisse sind, was uns ständig bedrückt und haben sogar Angst, das gehört auch noch dazu, dann haben wir eine ganz schwere Lebensweg. Bis mal eine Krankheit kommt und signalisiert etwas, dass wir etwas ändern sollen. Und hier im achten Lebensbereich ist diese Transformation, wo uns vermittelt, bleib mal für einen Moment stehen und schau mal alles an, was in diesem Rucksack drin ist und überprüfe, was brauchst du nicht. Du kannst es auch aufschreiben, welche Eigenschaften möchtest du befestigen, weil das unterstützt dich und bist du stolz drauf. Welche Eigenschaften an dir selbst stört, dann solltest du da vielleicht da etwas verändern. Dann überprüfe, welche Gegenstände hast du in deiner Wohnung oder dein Haus. Diese Gegenstände, was du liebst, was du unbedingt bewahren möchtest, oder stolperst du und stört dich das ständig, dann entferne das von deiner Wohnung. Dann überprüfe die Kontakte. Welche Menschen fühlst du dich hingezogen, weil ihr seid in gleicher Wellenlänge. Bei welchen Menschen hast du so komisches Gefühl, oder weißt du sogar, die nützen dich aus, aber du traust nicht Nein zu sagen. Da auch die Kraft zu haben und sagen, nein, das will ich nicht. Du bestimmst es. Und dann kommen die Gefühle, das auch überprüfen, negativen Gefühle verabschieden, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Manchmal kommt vielleicht Eifersucht auch im Spiel. All diesen Gefühlen auch verabschieden. Und dann hast du aufgeräumt, dann hast du wirklich aufgeräumt, dann kannst du weiter marschieren. Und dann ist das viel einfacher und viel leichter. Und vor allem, dann gibt es wieder Platz in diesem Rucksack. Und das sind diese Prozesse, was wir lernen, hier in diesem achten Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Und da hast du wirklich die Kraft und den Mut, das auch tun. Wieder ist er mutig. Und dann kommen die Neuigkeiten. Und dann
kannst du drauf dich einlassen. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen. Das hat natürlich mit Urlaub und mit Auslandreisen auch was zu tun, aber bedeutet auch inneren Reise, spirituellen Weg. Hier hast du den Stier. Die Stier zeigt, wie wir das Leben genießen können, auch die Werte, dass wir all das in Besitz nehmen sollen, was für uns wertvoll ist. Und Reisen hat für dich eine Bedeutung. Natürlich, die Tierkreiszeichen Stier ist eher ortsgebunden und möchte etwas eher bewahren, befestigen. Aber wenn du das erkennst, wie erfreulich für dich eine Reise sein kann, dann bist du auch auf diesem Weg, weil das kannst du genießen, entspannen, genießen, das ist auch Stier. Und jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist der Krone des Horoskopes. Das ist das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Und hier bekommt man Anerkennung, Ansehen, Anerkennung. Plötzlich stehen wir in die Mitte und ins Licht und bekommen wir diese Bewunderung. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch genießt es auch. Also zeigt auch die Öffentlichkeit auch Anerkennung, Respekt und auch unsere Berufung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Dieser höchste Punkt des Horoskopes zeigt auch, wie du deine Ziele erreichen kannst. Was unterstützt dich dabei? Dazu erzähle ich die Mythologie aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von ihrem Ehemann auch schwanger und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und auch sterblich und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, er möchte auch sterben, weil er will seinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus sagte, nein, ich mach euch beide unsterblich und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht und beide im Himmel gesetzt und sie leuchten in diesem Zeichnen Zwillinge, die beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Und das erzählt für uns etwas Wichtiges. Wir Menschen haben eine Seele und das ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Also haben wir eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und dieser Teil, dieser seelische Teil ist unsterblich. Und genau das symbolisiert Pollux. Dann haben wir einen Lebensweg, das ist begrenzt, das hat einen Anfang, hat ein Ende, wir sterben auch. Und das ist die Teil Kastor. Und die beiden sind aber miteinander verbunden. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir einen höheren Bewusstsein. Und danach sollst du streben, weil mit diesem höheren Bewusstsein kannst du leichter deine Ziele erreichen. Und die Zwillinge zeigen auch etwas Spielerisches, auch wieder die Luftelement, diese Leichtigkeit. So kannst du verwirklichen, deine Ziele erreichen und deine Berufung leben. Und die Zwillinge haben einen Bezug zur Kommunikation, zum Wissen
oder hast du die Begabung zum Schreiben, etwas veröffentlichen oder arbeiten in die Öffentlichkeit, in Medien. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften, und wir sollen tatsächlich eine Freundschaft schließen mit unseren Wünschen, weil das soll unseren Zielen sein. Und in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Und das heißt für dich, das zu verinnerlichen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte verinnerlichen, erstmal innerlich bildhaft darstellen und daran glauben, dann kommt es auch so. Was die Freundschaften betrifft, das ist entweder sehr familiär oder du ziehst dich immer wieder zurück von Freunden, wenn dich verletzen, dann bist du ein bisschen empfindlich. Außerdem, die Krebs hat eine großartige Begabung, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Dieses Feingefühl hat die Krebs, und das kannst du natürlich auch nutzen, wenn du intuitiv handelst. Jetzt sind wir im 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, alle Geheimnisse liegen hier, auch karmische Erinnerungen, auch die Gründe, die Ursache an etwas, zum Beispiel die Ursache von Erkrankungen und auch die geheime Feinde. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Die Löwe liebt die Öffentlichkeit, Löwe liebt auch im Mittelpunkt zu sein. Hier ist ein bisschen in die Schattenseite gerückt, und das sollte in zwei Richtungen gehen in dein Leben. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, und das ist schon das Licht und auch das Sehen. Sonne steht auch mit unserem Auge in Verbindung, dass du diese inneren Augen öffnen sollst und so die Geheimnisse des Lebens zu erkennen. Und wenn du dieses Wissen und auch karmischen Erinnerungen hast, dann kannst du in die Öffentlichkeit bringen und das präsentieren. Sonne befindet sich in dein Horoskop in der Tierkreiszeichen Widder. Und diese Transformation ist für dich sehr, sehr wichtig, weil da hast du die Selbstfindung. Sonne hat mit unserem Selbst was zu tun. Und Sonne steht mit Auge in Verbindung, die Augen öffnen, die Wahrheit erkennen. Aber Sonne steht auch mit unserem Herz in Verbindung. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also eine Verbindung ist da. Und wenn du dein Herz betrachtest wie eine Schatztruhe und das öffnest und erkennst all das, was du liebst, deine Berufung oder Hobby oder Natur oder Sport oder Reisen oder Kunst oder Kreativität oder die Liebe, Partnerschaft oder die Kinder oder ältere Menschen oder Freundschaften, alles, was du liebst, ist in dein Herzen geschrieben. Und das ist die Leitfaden. Wenn du das erkennst und danach lebst, dann erlebst du auch dein Selbst. Und hier befindest du in diesem Wandlung. Und alles andere muss absterben, da diese Kraft, diese Begeisterung von dir wegnehmen möchte. Und dazu gehören nicht nur Einflüsse von außen, wo du immer nachgibst und kommst zu einer Opferrolle und dabei verlierst du dein Selbst, sondern achte auch deinen Gefühlen, wie Angst zum Beispiel. Weil Angst blockiert und dann kommt es nicht zum Erfüllung. Dann fühlt man sich eher unzufrieden, frustriert im Leben. Und das ist dieser Prozess, das Loslassen, was ich vorher auch erklärt habe mit diesem Rucksack. Und wenn du da aufgeräumt hast, dann erkennst du deine eigene Sonne und strahlst es aus. Und das ist deine Ausstrahlung. Und genau das
ist dieser Prozess, was hier sich zeigt. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Fische. Mond hat mit deinem Unbewussten was zu tun, aber symbolisiert auch deinen Gefühlen. Und hier im Tierkreiszeichen Fischen fühlt sich Mond sehr wohl, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das hat schon mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Und achte auf deinen Gefühlszustand und auf diese Geschichte, was ich dir erzählt habe. Die zwei Fischen, die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, auch Zweifel an sich selbst und dieses Selbstmitleid, das ist die falsche Richtung, sondern umdrehen, 180 Grad drehen, in andere Richtung bewegen und das sind die Träume. Mars befindet sich im Wassermann. Mars ist der Kraft. Mit dieser Kraft setzt du alles in Bewegung und dazu brauchst du die Wassermann-Energie. Und das ist deine Ideenreichtum, auch deine Begabung, ein Weitblick, die Zeit voraus zum Sehen, etwas ahnen, was kommt und mutig zu sein und da in die Richtung bewegen, deine Ideen verwirklichen. Wenn du dich durchsetzen musst, dann brauchst du dazu die Luftelement. Also mit Leichtigkeit oder mit Humor kannst du auch einiges bewegen in dein Leben. Das muss nicht immer aggressiv sein, überhaupt nicht. Das kann man auch viele Dinge mit Humor nehmen. Da kann man sich auch sehr gut behaupten. Merkur befindet sich im Widder. Merkur hat eine Verbindung zum Jugend, symbolisiert die Kinder und Jugendliche. Und wenn ihn hier im achten Lebensbereich ist, kann natürlich bedeuten, dass in deinen jungen Jahren, in deiner Kindheit, in deiner Jugend waren Todesfälle da. Kann aber auch bedeuten, das ist für dich wichtig, diese jugendliche Ausstrahlung haben, immer in Bewegung sein, nichts einschlafen lassen und das, was von deinem Innen herauskommt und das zeigt auch deine Stärke. Merkur bedeutet auch Wissen, zwar die praktischen Wissen und Handlungen. Merkur ist der Planet auch für die Kaufleute, gute Investitionen. Dieser achte Lebensbereich hat auch mit Finanzen auch etwas zu tun, weil das spiegelt die zweite Lebensbereich, wo das Geld ist. Im achten Lebensbereich sind die Investitionen oder Verträgen, Verbindungen zum Ämtern wie Finanzamt, Steuerberater oder Banken, aber auch Börsen, Spekulationen, auch Erbschaften, hat auch oft mit Finanzen was zu tun. Also hier hast du wirklich die Begabung, dich zu behaupten und handeln. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und das zeigt karmische Themen, zeigt alte Karma-Vergangenheit. Jupiter zeigt deine inneren Größe, damit bewusst sein sollst und zeigt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet mit anderen Worten, alles was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück und das muss karmisch ausgeglichen werden. Jupiter befindet sich im Waage, im zweiten Lebensbereich. Erstens zeigt dir Jupiter, sei mit deinen eigenen Werten bewusst, mit deinen Größen bewusst. Das ist deine innere Sonne, das ist deine Weisheit. Außerdem ist es wichtig, die Gerechtigkeit. Aber öffne den Augen auch für die Ungerechtigkeiten. Und hier hast du Themen mit Werten,
Wertschätzung und Finanzen. Jupiter zeigt dir hier karmische Themen, dass du diesmal deine Rechte bekommst. Außerdem, Jupiter bringt Glück in deine Finanzen, vorausgesetzt ist, dass du im inneren Gleichgewicht, in inneren Harmonie bist und dass du nicht übertreibst. Jupiter neigt dazu, etwas vermehren. Wenn das um Gewinn geht, dann ist natürlich wunderbar, weil dann vermehrt das Geld. Aber wir neigen mit diesem Jupiter-Einfluss dazu, mehr ausgeben, als wir haben, weil Jupiter übertreibt immer wieder mal etwas. Und gerade hier im Waage, wenn das um schöne Dinge geht. Also achte auf dem Gleichgewicht, auch in Finanzen, Einnahme, Ausgabe, dass du das nicht übertreibst und schau eher die positive Seite Jupiter und das sind deine Gewinnchancen. Venus befindet sich im Horoskop in Tierkreiszeichen Fischen und das ist deine weibliche Energie. Venus ist auch die Liebesplanet und das ist für dich sehr wichtig. Die siebte Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft und da fließt dein Mondenergie und dein Venusenergie, beide ist weiblich und mit deiner weiblichen Kraft, mit deiner weiblichen Energie empfängst die Liebe, weil Mond ist die Empfängnis. Du brauchst niemanden suchen, sondern du sollst das Vertrauen, das Fluss des Lebens, dass es alles auf dich zufließt und so hast du die Liebesglück, wenn du niemanden suchst, sondern du das empfängst und zeigst deine weibliche Energie nach außen eher geschmeidig, anpassungsfähig, romantisch. Saturn ist auch rückläufig und zeigt wieder alten karmischen Themen. Saturn befindet sich hier im Schütze und das ist schon deine karmische Lernaufgabe, die Sicherheit, Stabilität zu haben im Leben. Du brauchst nämlich diese Basis, dieses Fundament. Es ist gar nicht einfach für dich, ein Zuhause zu finden, wo du sagst, genau, das ist meins, hier bin ich angekommen. Weil Saturn begrenzt dich in dieser Hinsicht und Schütze neigt dazu, immer in Bewegung zu sein, in dieser ständigen Suche zu sein, aber hör auf dein Herz, dein Wunsch, wo möchtest du leben? Das kann sogar sein, dass dein Zuhause im Ausland ist. Dann wag das auch, weil dann ist das deine Sicherheit, Stabilität, Schutz und da findest du die Basis, die Fundament und dann kannst du das auch sagen, so jetzt habe ich die sicheren Boden unter meinen Füßen, das ist mein Zuhause. Endlich bin ich angekommen. Sei da weltoffen. Uranus bringt immer wieder Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus ist hier im Krebs und das ist bei Freundeskreis passiert, dass du außergewöhnliche Art und Weise Menschen kennenlernst oder ungewöhnliche Menschen kennenlernst. Aber hier handelt es sich auch um deine Wünsche. Wagt es auch mal außergewöhnliche Träume zu verwirklichen. Neptun ist auch rückläufig, zeigt auch karmische Themen, wieder Vergangenheit. Neptun ist hier im Waage, im zweiten Lebensbereich. Neptun hat zwei Seiten. Neptun zeigt die Träume, belehrt uns, unsere Träume zum Leben. Wenn du das verinnerlichen kannst und sagst, ich bin es wert, ich nehme das im Besitz, dann kannst deine Träume leben, nicht nur in die Liebe Partnerschaft. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen, also hat eine Auswirkung auf die Partnerschaft, sondern hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich auch um Finanzen.
ein Wohlstand, wenn das deinem Traum entspricht, deine Träume zu verwirklichen. Und das ist die Neptun-Energie, das ist die Essenz von Neptun. Aber weil das oft um Träume geht und das ist noch nicht real, noch nicht greifbar, es ist schwierig auch das zu vorstellen, dass Realität werden kann. Und natürlich passiert bei dieser Neptun-Energie, dass jemand erzählt etwas und das klingt erstmal traumhaft, schön, entspricht aber nicht die Wahrheit, sondern das sind die Täuschungen, etwas vortäuschen. Und dann fühlen wir uns enttäuscht, wenn wir das glauben. Und hier bei diesem rückläufigen Neptun im Finanzbereich würde ich sagen, dass du betrogen wurdest in früheren Leben und du bist dadurch ein bisschen vorsichtig auch. Aber jetzt denk nicht zu viel nach, was in Vergangenheit war oder was war in früheren Leben, sondern wandel diese Energie, diese Neptun-Energie und sag, jetzt fange ich an, meine Träume zu verwirklichen. Und ich glaube daran, das ist so mein Besitz. Trotzdem achte auf dein Geld, weil die Gefahr ist trotzdem da, dass du finanziell betrogen wirst. Pluto zeigt die innere Kraft. Und das hast du hier im Löwe. Die innere Kraft hast du dann, wenn du dir das gönnst, zur Ruhe kommen, Rückzug. In dieser Ruhe, in diesem Rückzug findest du deine innere Kraft. Bedeutet auch Meditation. Und mit dieser meditativen Haltung, an deine Träume zu vertrauen, kannst du wirklich dein Leben so gestalten nach deinem Geschmack. Rahu und Ketu, die beiden bilden sich eine Drache. Und diese Drache symbolisiert unsere Ängste. Und die Drachentöter dieser Geschichten, auch von Mythologie kommt es immer wieder vor, bedeutet für uns die Angst loslassen. Das ist mal das Wichtigste in unserem Leben, weil Angst blockiert, das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Also, dann haben wir mal einen Sieg. Der zweite Schritt, dass wir sollen diese Drache vereinen. Diese Drache ist nämlich getrennt. Es wurde der Kopf abgeschnitten und wir kennen nur das Körper. Und das Körper heißt Ketu, das ist das Drachenkörper ohne Kopf. Das kennen wir schon, weil in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das zeigt unsere Vergangenheit. Auch da all das, was wir in früheren Leben erlebt haben, das sind Erinnerungen. Das haben wir schon. Und wir suchen, unsere Seele sucht den Drachenkopf. Und das heißt Rahu oder aufsteigende Mondknoten. Unsere Seele sucht es. Wir wissen gar nicht, wo das ist. Im Horoskop zeigt das auch. Jetzt könnte ich witzig sagen, die Seele spricht und sagt, wo ist dein Kopf? Und im Horoskop ist es versteckt und ich kann dir das sagen. Diesen Kopf hast du hier im Waage. Und Jupiter und Neptun sind beide rückläufig und erinnern an deine alten karmischen Erfahrungen und dein Weg, dein karmischen Weg führt zu diesem Bereich, weil das sollst du entdecken, weil das ist der Drachenkopf, was deine Seele sucht. Das sind deine Werte, deine inneren Werte, dann auch die Wertschätzung und natürlich das Selbstwertgefühl und dass du diese Wertschätzung verlangst von anderen und um die Finanzen kümmern. Nicht nur die Finanzen, es ist nicht nur das Geld,
sondern alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Wenn für dich die Liebe wertvoll ist, dann nimm das in Besitz. Und zieh dich nicht zurück und lauf nicht davon, sondern sage, ich bin es wert. Ketu, was die alte Karma symbolisiert, und das sind die Erinnerungen, das hast du hier im Widder. Und da kennst du dich aus. Und das sind auch Wandlungen, deine Energie verändern, wandeln, auch Kraft und Mut zu zeigen, das ist natürlich Widder. Aber die neue Richtung ist die Waage. Und Waage symbolisiert nicht nur die inneren Gleichgewicht, bei Finanzen auch Einnahme, Ausgabe im Gleichgewicht halten, sondern auch die Harmonie, die Schönheit, die Kreativität. Und Waage symbolisiert auch Partnerschaft. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent im Jungfrau befindet sich in ein Mondhaus und das heißt Chitra und das ist der Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage und hier in diesem Mondhaus ist die Balancepunkt, das Gleichgewicht. Du brauchst in dein Leben das innere Gleichgewicht und wird von Spica bestrahlt. Dieser Stern Spica wurde bei den Römern verehrt und das bedeutet Weizenehre. Das ist die Weizenehre der Jungfrau und das ist Ernte. All das, was du selbst beginnst mit deiner eigenen Kraft und das entspricht deiner Vorstellung, das trägt auch Früchte. Die Ernte kommt. Du brauchst nur ein bisschen Geduld. Sonne befindet sich im Widder, im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Dieses Mondhaus heißt Kritika und genau in diesem Bereich befindet sich den goldenen Tor der Ekliptik. Und das bilden dich die Hyaden und Plejaden. Die Hyaden und Plejaden sind die Töchter von Atlas. Die sieben Töchter, das sind die Hyaden und die sieben Töchter, das sind die Plejaden, die sind Geschwister. Sie bilden hier den goldenen Tor, die Ekliptik. Und das kannst du so vorstellen. Die astrologische Jahr beginnt mit Widder. Mit Widder-Energie starten wir immer alles. Und hier im Tierkreiszeichen Widder ist Feuerelement. Das ist die Begeisterung. Begeistert zu sein von etwas, Feuer und Flamme zu sein. Mit dieser Begeisterung starten wir immer etwas Neues im Leben. Hier in Tierkreiszeichen Widder ist der goldene Fell der Widder verborgen. Und dieser goldene Fell der Widder, was die Argonauten geholt haben von diesem Zauberwald, was auch von einer Drache bewacht ist. Das ist die mythologische Geschichte dazu. Aber ich möchte das jetzt nicht näher erklären, sondern hier ist wichtig zum Erkennen, mit Widder-Energie starten wir etwas, weil uns etwas begeistert. Und wir brauchen diese Kraft für diesen Neuanfang. Dann brauchen wir diese goldenen Felder wieder, was versteckt ist in diesem Zauberwald, das zum Erkennen. Und das ist nichts anderes als unserem Energiefeld, unserem Ausstrahlung, weil das ist unsere Anziehungskraft, also wirkt an unserem Leben. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Das ist unserem Denken und unserem Fühlen. Immer positiv denken, immer angstfrei leben. Dadurch erreichen wir diesen Glanz, diese goldenen Farbe. Das dehnt auch aus wie die Sonne. Dann haben wir die goldenen Felder wieder, diese Energiefeld, weil das umhüllt uns. Dann haben wir die richtige Energie, etwas Neues zum Starten. Dann übergehen wir auf dem nächsten Tierkreiszeichen
Und das ist die Tierkreiszeichen Stier. Und die Tierkreiszeichen Stier zeigt die Besitz. Also das auch im Besitz nehmen, weil für uns das wertvoll ist. Außerdem, die Stier ist Erdeelement, das zeigt schon die Realität. Das wird Realität. Aber vorher übergehen wir in diesem goldenen Tor der Ekliptik. Und bei diesem goldenen Tor, die Ekliptik, werden wir uns orientieren. Hier orientieren wir. Sind wir die Goldmarie im Leben oder sind wir die Pechmarie im Leben? Das erzählt, diese Geschichte erzählt auch Frau Holle. Und das ist unsere Einstellung. Das, was wir starten, was uns begeistert, das genügt nicht, dass wir ein tolles Energiefeld haben, sondern wir brauchen auch die richtige Einstellung dazu. Glauben wir daran, dann sind wir die Goldmarie, dann sind wir goldrichtig. Oder fangen wir an zum Zweifeln, dann sind wir die Pechmarie. Das ist die Haltung. Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Sind wir Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Und das ist hier bei diesem goldenen Tor die Orientierung. Und hier befindet dein Sonne. Und dein Sonne, dein Selbst sagt, achte drauf, in welche Richtung orientierst du dich im Leben. Sei immer die Goldmarie, die Gewinner im Leben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und dieser Mondhaus heißt Purva Bhadra und wird von Pegasus bestrahlt. Pegasus symbolisiert die Ängste, befreit zu sein von Ängsten. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Cassiopeia war eine Königin und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und er wurde dann zornig und schickte den Walfisch in diesem Königreich, diese prahlende Königin zum Bestrafen. Und diese Seeungeheuer, dieser Walfisch kam auch an und dachte, ja, warum sollte ich das machen? Was Poseidon mir befohlen hat, ich mache, was ich will. Und dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Andromeda wurde gefesselt und in der Nähe war Medusa. Und Medusa mit ihren Schlangenhaaren war die Furchterregende. Und es wurde erzählt, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und ist wie ein Stein, unbeweglich. Das blockiert auch natürlich. Bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda. Und die beiden haben sich auch verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment, wo Perseus Medusa getötet hat, wurde vom Medusas Körper Pegasus geboren. Und das war die Befreiung von dem Mutterleib und Pegasus wurde geboren und das ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügeln. Und Andromeda und Perseus dann ist mit diesem weißen geflügelten Pferd davon geflogen. Und die ganze Geschichte zeigt, wie wichtig das ist, von Ängsten befreit zu sein. Das ist dann wie eine Neugeburt und dann bewegt sich alles mit Leichtigkeit. Aber wenn die Angst da ist, dann blockiert uns das. Und in diesem Bereich hast du Mond und das zeigt deinen Gefühlen und das sogar im Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Befreie dich von Angst und vertraue, dass Perseus kam in dein Leben, du empfängst es. Mars befindet sich im Wassermann und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. In diesem Bereich sind ganz viele Glückssterne und trotzdem heißt dieser Mondhaus 100 Angst, 100
Glück. Und das zeigt wieder, wenn die Angst da ist, dann kann das Glück nicht kommen. Und ohne Angst ist das Glück sofort sichtbar, spürbar. Merkur befindet sich im Widder und dieses Mondhaus heißt Ashwini, das ist Heilenergie. Und Merkur symbolisiert Kindheit und Jugend und da brauchst du Heilung. An dein inneren Kind zum Arbeiten und hier in diesem achten Lebensbereich ist es das die Transformation, die Wandlung. Außerdem zeigt Merkur im Mondhaus Ashwini, dass du selbst Heilenergie auch hast. Also du kannst auch anderen heilen. Jupiter befindet sich im Waage, im Mondhaus Chitra, das ist die Balancepunkt, wird von Spica bestrahlt. Und Spica ist die Weizenehre der Jungfrau. Also immer im Gleichgewicht bleiben, im inneren Gleichgewicht. Und all das, was du so vorhast, das trägt auch Früchte, da kommt Ernte. Venus befindet sich im Fischen, im Mondhaus Uttarapadra. Und das heißt, reinige deine Gedanken, reinige deinen Gefühlen, damit alles im Fluss kommen kann. Und das ist deine Venus-Energie und das ist deine Weiblichkeit, aber auch wirkt in die Liebe, Partnerschaft und vor allem gerade im siebten Lebensbereich, wo das um Liebe, Partnerschaft geht. Saturn ist im Schütze, die Mondhaus heißt Mula und das heißt Wurzel, Basis, Fundament, wo du festhalten kannst. Aber richte dich in eine Richtung, das ist, also deine Aufmerksamkeit in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, wo energetisch unsere Wünsche steht. Wenn du nach deinem Wunsch lebst oder du Ziele hast und das sind deine Wünsche, dann hast du die Basis, die Wurzel, die Fundament, das gibt dir Halt. Uranus befindet sich im Krebs, im Mondhausbusch hier und das zeigt dir die Begabung, dieses Feingefühl immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Du hast starke Intuition und das weißt du von innen heraus. Neptun ist rückläufig im Waage und die Mondhaus heißt Swati. Nicht nur Neptun ist im Swati, sondern auch die Drachenkopf, diese karmischen Themen, Rahu, dieser Drachenkopf, ist auch im Waage, auch im Mondhaus Swati. Und das bedeutet, übersetzt von Sanskrit, Sva, Selbst, Ati, Seele, lebe dein Selbst, entdecke deine Seele. Dieser Mondhaus wird von Kreuz des Südens bestrahlt, beeinflusst, das ist ein Sternbild im Himmel und das ist im Südhalbkugel sichtbar, Kreuz des Südens und hier befindet sich die Südpol und Südpol dient zum Orientierung. Außerdem dieses Sternbild zeigt spirituellen Themen, religiösen Themen. Und die indischen Astrologen sagen, das ist wie ein Kreuz aus Schwert. Und das Schwert symbolisiert Trennen von Angst, befreit zu sein, damit du deine Selbst leben kannst. Pluto befindet sich im Löwe. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stand der Könige und Herrscher. Das Herz der Löwen und wenn du nach dein Herz richtest, dann spürst deine inneren Kraft. Pluto zeigt deine inneren Kraft und Regulus zeigt dein Herz. Öffne dein Herz, handel nach dein Herz, weil das, was dich innerlich stärkt, dann hast du die Macht über dein Leben, dann hast dein Leben beherrscht wie ein König. Wie eine Königin. Ketu zeigt alte Karma, alte karmischen Erfahrungen, Erinnerungen, ist im Widder im Mondhaus Ashwini und das ist die Heilenergie, die Heilung.
Und das hast du, diese Begabung. Wenn ich die Elemente betrachte, wir haben Feuerelement, das ist die Begeisterung, das ist aktiv, das ist etwas in Bewegung, das ist auch Leidenschaft. Da befindet sich dein Sonne, dein Merkur und dein Saturn. Erdeelement gibt Sicherheit, Struktur, Stabilität. Da hast du kein Planet, aber Jungfrau als Aszendent, das unterstützt dich, wenn du dein Selbst lebst. Dann hast du diese Struktur, dann hast du Stabilität in dein Leben. Luftelement gibt Leichtigkeit, bringt dich zu neuen Ideen. Da hast du Mars und Jupiter. Und Wasserelement zeigt die Gefühle. Und da hast du Mond und Venus. Die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto, das wird in Deutung nicht dazu gezählt. Die Verbindungen. Jupiter steht Merkur gegenüber. Und das heißt, da brauchst du den Gleichgewicht. Beide vermittelt Wissen. Merkur ist das praktische Wissen, Jupiter ist die Weisheit. Du musst deine Weisheit, was dieser rückläufige Jupiter dir zeigt, wo du karmische Erinnerungen hast, ein altes Wissen, das sollst du jetzt im Praktischen umsetzen und das ausbalancieren. Natürlich, diese gegenüberliegende Position spiegelt auch etwas, das in deiner Kindheit, und das symbolisiert Merkur, da sind auch Erinnerungen, das wurde deine wahre Größe nicht gezeigt. Oder ich würde eher dann bei dieser Spiegelung eher betrachten, entweder waren Zeiten, wo du übersehen wurdest und wurde deine wahre Größe gar nicht erkannt, sondern wurdest du klein gehalten. Und dann gab es Momente, wo das übertrieben wurde und dann wurde alles so vergrößert und dann standst du im Mittelpunkt, dass du gar nicht damit anfangen könntest, was ist meine wahre Identität, meine Größe. Bin ich das wert oder bin ich das nicht wert? Einmal so, einmal so. Und dann brauchst du das innere Gleichgewicht. Saturn steht in einer Spannung zum Mond. Und Mond symbolisiert die Mutter, das sind Mutterthemen. Mond steht aber zu Merkur in einer schönen Verbindung und das zeigt dein Gefühl zum Kinder. Du liebst Kinder. Mond hat eine Verbindung zum Jupiter, ein Quinkungsaspekt nennt man das. Und das ist wieder mit deiner Größe was zu tun, mit deinen Werten was zu tun. Und auch mit deinen Gefühlen was zu tun. Und diese Verbindung zwischen Jupiter und Mond, dieser Quinkungsaspekt, das kannst du so vorstellen wie ein Pendel, was unbeweglich ist. Und jemand würde fragen, sollst du beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen? Dann würdest du sagen, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht bleibt stehen, man weiß es nicht. Und diese Unsicherheit hast du in deinem Inneren. Und das in deinen Gefühlen. Und das hat mit deinen Werten was zu tun. Bin ich das wert? Soll ich zu meiner Größe stehen? Oder übertreibe ich vielleicht etwas? Oder werde ich wieder übersehen, klein gehalten? Wie soll ich mich verhalten? Und das musst du immer wieder so ausbalancieren. Du brauchst dieses Gleichgewicht, aber wenn du von dir selbst überzeugt bist, dann hast du diese Unsicherheit nicht. Die Thematik liegt im früheren Leben. Das zeigt diese Rückläufigkeit von Jupiter, auch von Rückläufigkeit von Neptun, Rückläufigkeit von Saturn. Aber bei Mondenergie handelt es sich auch um Mutterthemen. Kann natürlich auch auslösen, wie du mit deinen Kindern umgehen sollst. Empfängnis, soll ich nicht, kann ich diese Aufgabe bewältigen, bin ich gute Mutter oder da kommt auch Zweifel, das spiegelt sich auch. Also die Gründe liegt an deiner Kindheit, die Ursache mit deiner eigenen Mutter, aber später spiegelt sich in deinem Leben auch
wie stehst du zu dieser Verbindung, Mutter-Kind-Verbindung? Dieser ständige Zweifel, bin ich gut genug als Mutter? Gebe ich all das, was die Kinder brauchen? Oder bin ich nicht so gut? Dieser inneren Zweifel, diese Unsicherheit löst diese Mond-Jupiter-Quinkungsverbindung aus. Liebe Ariala, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.